Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Dark Souls. Ich möchte hier ein paar einführende Worte an euch richten. Zum Ersten, das ist kein Blind Let's Play. Also für mich persönlich ist eigentlich ein Let's Play von Dark Souls nur interessant, wenn es blind ist. Ich spiele es auch hier eigentlich nur deswegen, weil ich, wenn Teil 2 rauskommt, ich gerne Teil 1 auf meinem Kanal hätte. Und zum Zweiten, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann spielt es bitte und informiert euch vorher nicht darüber. Einfach einmal durchspielen, danach könnt ihr alles darüber lesen, jedes Let's Play angucken, was auch immer. Aber glaubt mir, wenn ihr es anders macht, dann vergeht euch einiges an Spaß, den ihr mit diesem Spiel haben könnt. Es heißt ja immer, Dark Souls sei so ein furchtbar schweres Spiel, aber es ist wirklich nur beim ersten Durchgang wirklich schwer. Der zweite, den man nicht unbedingt machen muss, wird schon viel, viel einfacher sein. Hier werden wir erstmal unseren Charakter generieren. Ich zeige euch ganz kurz meine Spielstände. Ihr seht, ich bin beileibe kein Anfänger mehr in diesem Spiel. Aber für diesen Durchgang habe ich mir überlegt, ich möchte es relativ zügig durchbekommen. Ich spiele nochmal meine... Oh. Ja, muss ich wohl einen bestehenden Charakter löschen. So viel auch dazu. Ich lösche den. Das war auch nur so ein bisschen mein Testcharakter fürs Let's Play. Und ich nenne ihn dann nochmal Maximilian. Maximilian. Ich hoffe, der wird so geschrieben. Geschlecht ist männlich, okay, klasse. Wollen wir einen Kleriker spielen? Als Gabe geben wir uns da ja den Generalschlüssel. Unsere Figur ist kopflastig, das ist so ein bisschen mein Ding, das mache ich eigentlich jedes Mal. Gesicht, da mache ich jetzt einen Zufallsgenerator, ich gucke gerade nicht auf den Bildschirm. Und ich sage jetzt einfach Stopp. So, wir spielen ein Katharina für dieses Let's Play. Er freut sich ja auch sehr, dass wir ihn genommen haben, also wollen wir ihn nicht enttäuschen. Wir nehmen meinen Pferdeschwanz, weil warum nicht? Haare. Ja, da passt irgendwie nur schwarz zu diesem Charakter. Ich lasse euch das Video jetzt, das Intro in Ruhe ansehen und bin mal ganz kurz weg. Jo, damit will ich beginnen. Thank you.
Tolles Intro. Ganz, ganz großartig. Entschuldigung. So, und da fängt das Spiel auch endlich an. Ich habe mir überlegt, ob ich den HUD-Mod installiere, aber irgendwie hat's der für mich jetzt nicht gebracht. Was ich auch sehe, jetzt habe ich gar keinen HUD im Augenblick. Das ist ja auch ziemlich blöde. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie ausgestellt habe. Nein, das passt ja alles. Das müsste eigentlich höher sein, aber was soll's? Option. Und das hat es aus. Okay, jetzt ist es ein. Okay, also, wie gesagt, ich werde hier ziemlich schnell durchheizen. Das ist leider kein Blind Let's Play. Ganz ehrlich, das erste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, ich habe es so geliebt. Es verliert mit zunehmendem Durchspielen natürlich immer ein bisschen an Reiz, aber ich glaube, so geht es eigentlich jedem Spiel. Und ich glaube, ich mache die Effekte noch ein bisschen leiser, um nicht dieses furchtbar laute Wassergeräusch zu haben. Okay, machen wir die Musik auf 2, die Effekte auf 3 und die Stimmen können ruhig auf 5 bleiben. Gut. Ups, nein, das wollte ich nicht. So, jetzt aber geht's endlich ans richtige Spielen. Was kann man dazu noch sagen? Also das Tutorial, wenn man dieses Spiel spielt, ist wie gesagt nur der erste Durchgang wirklich schwer. Sobald man es einmal durchgespielt hat, ist ein bisschen blöde, weil die Gegner erscheinen immer an der gleichen Position und so. Also da wird sich groß nichts tun bei mir. Also bin ich auch auf jeden Gegner vorbereitet und werde hoffentlich nicht erschrecken. Oh ja, oh, du hast uns ja so Angst gemacht. Wir hauen hier ab. Mit einem Trick kann man auch diesen Gegner beim ersten Mal besiegen. Ganz einfach dadurch, dass man sich als Gabe die schwarzen Feuerbomben gibt. Das führt dann dazu, dass man ganz am Anfang eine ziemlich starke Waffe hat, wozu man aber auch sehr, sehr, sehr viel Stärke braucht. Das heißt, die ersten Punkte werden alle in Stärke rein investiert, was ja auch relativ blöde ist. Na, komm schon. Ich habe jetzt auch schon einen Monat oder so nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich mich erst ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Aber ich erwarte trotzdem nicht, dass wir hier irgendwie sterben. Dazu ist es dann, wenn man es einmal gespielt hat, doch viel zu einfach. Okay, wir sind ausgerüstet und bereit, den ersten Gegner in den Boden zu rammen. Komm her. Machen wir doch gleich einen davon. Na, sehr schön. Das geht doch schneller. Wenn ihr irgendwas liegen lasst, interessiert uns das nicht. Wir wissen auch schon ganz genau, welche Ausrüstung wir für diesen Durchgang haben wollen. Dann gehen wir mal hier hoch und hoch, ein Steinchen kommt da runtergerollt. Das hat uns ja jetzt echt überrascht. Jetzt müssen wir mit ihm reden. Ja, passt schon. Wie gesagt, die Videos werde ich laufen lassen, aber die Gespräche, die werde ich wegdrücken. Die sind zwar auch sehr interessant, aber für mich jetzt eigentlich nur ein Hindernis, um das Spiel durchzuspielen.
Stirb. So. Er hat uns einen Schlüssel dafür gegeben. Einfach immer durchrennen. Und hier erwarten uns noch mehr Gegner, wie ohnehin in dem Spiel die ganze Zeit. Unser Allein-Talisman ist auch sehr... Ach, Mist, ich bin noch ganz ein bisschen unsicher wegen der Steuerung. Jetzt rüsten wir gleich unseren Heilzauber aus. Den benutze ich eigentlich immer sehr gerne, wenn wir Zeit haben, uns zu heilen. Und für den Rest benutzen wir dann den Estus-Flakon. Ein Flakon. Gott sei Dank ist kein Parfüm drin. Was ist da eigentlich drin? Ist Estus die Flüssigkeit oder... Ah, komm, stirb. So. Jetzt wollen wir uns kurz heilen. Nein, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Gut. Also müssen wir uns so heilen. Und jetzt vermöbeln wir mal ganz kurz diesen Dämon, der da unten steht. Einmal so drauf. Und wenn man das eigentlich weiß, dass man da nach unten einfach schlagen kann, ist der Gegner auch kein großes Ding mehr. Ja, stirb, stirb. Und mal weg. Oh, jetzt hat er uns einmal getroffen. Na komm, lauf. So, heilen wir uns. Wir wollen hier kein Risiko eingehen. Und gleich kriegen wir sowieso neue Füllungen. Oh, Mist. Schon wieder erwischt, Mensch. Bei den Gegnern, es gibt glaube ich insgesamt 3 davon, ist die beste Methode, einfach in den Rücken zu stechen. Zumindest habe ich das für mich jetzt so herausgefunden. Ah, oh, Mist, schon wieder. Und das ist eigentlich der einzig fiese Schlag, den der Gegner anbringen kann. Die ganzen anderen Attacken von ihm sind eigentlich ziemlich einfach auszuweichen. Okay, jetzt können wir wieder schlagen. Und schlagen. Und schlagen. Komm, noch einmal. Und das war's auch schon. So, jetzt müssen wir nur gucken, welche Tür aufgeht. Und dann können wir in die andere reingehen. Genau, also hier lang. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, und schon ist dieses Tutorial beinahe abgeschlossen. Ich werde mich auch nicht um die Nachrichten hier kümmern. Was ich allerdings tun werde, ich werde versuchen, mich so lange wie möglich immer menschlich zu halten, um vielleicht den einen oder anderen PvP-Kampf zu erleben. Und hier ist dann auch unser erster Part schon vorbei. Machen wir einen kurzen Cut und ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Mal begrüßen.